Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD auf der C4-Insel. Jetzt geht's los, wir sammeln die drei Force-Stücke. Und das erste, was wir sammeln, ist auf Präludien. Ja, das ist ein ganz schönes Stückchen des Spiels, aber auch hier gibt es bestimmte kleine Tricks, um das zu verschnellern. Einen davon wollte ich nicht machen. Ich werde trotzdem einmal zeigen, den muss man mehrmals machen. Ich werde ihn aber einmal zeigen, aber nicht weiter durchführen. Der ist auch direkt hier auf Präludien. Oh, Momentchen. Ja, genau. Okay, ich habe noch eine Fee und einmal Suppe. Das sollte reichen. Und zwar müssen wir hier hinten lang. Grabbeln uns hier hoch und mit unseren tollen Stärkearmreif können wir hier runter gehen. Das ist eine Höhle, von der ich keine Ahnung habe, wie sie heißt. Die hat 50 Ebenen und ist, ja, oh. Mann, habe ich schnelle Reflexe. Ist ungefähr aufgebaut wie die Drillhöhle. Nur, dass dass keine Feen oder sowas freigeschaltet werden. Wir machen das hier komplett alle 50 Ebenen. Da wir auf der 50. auch noch was Bestimmtes Schönes kriegen. Ja, das geht noch ganz schnell. Also den ersten haben wir schon mal. Ich glaube, das tue ich mal lieber dorthin. Und den Hammer brauche ich vielleicht auch. Keine Ahnung, vielleicht auch den Bogen. Ich rüste das lieber dann in dem Raum aus, wo ich es auch brauche. Ja, die kleinen Dinger. Vielleicht beide? Ja. Also dadurch, dass man auch das Masterschwert hat und dann auch noch Suppe trinken, sind die Räume eigentlich sehr angenehm zu erledigen. Und bei einem Stich trifft ja das Schwert auch doppelt, deswegen geht es halt alles ziemlich schnell. Huch, also bitte Link. Was haben wir jetzt? Ah, Schleim. Das Masterschwert ist halt schon sehr, sehr, sehr stark. Diese Viecher killt man am besten einfach durch diesen Konterangriff. Es geht einfach am schnellsten. Ach Mist. Da konnte man jetzt nicht schnell genug A drücken, weil das andere noch irgendwie da lag. Komm. Haha, jetzt habe ich gedrückt. Ach, Fledermäuse. Oh, es sind noch mehr hier. Jetzt habe ich schon wieder ein Herz verloren. Oje, oje, oje. Die machen wir am besten wirklich einfach mit dem Boomerang. Den letzten noch. Aber bisher geht es ja eigentlich ganz gut durch. Okay, ich lasse es lieber. Ich treffe zu selten. Hallo, ich will die Fledermaus. So, weg. Und das war's auch. Gut. Und noch einmal.
Ich höre es doch schon grunzen. Lassen die eigentlich auch nichts fallen? Nö. Also anscheinend lassen die Gegner hier auch nichts fallen. Keine... Ja, das Zeug, was halt sonst fallen lassen. Und hier sind normalerweise anscheinend Herzen drin. Aber wir brauchen die Rubine. Na wow. Die holen wir einfach mit dem Pfeil runter. Gibt's nicht. Ich stehe immer ein bisschen drüber. Naja, egal. Geht gerade gut voran. Nein, du Mistvieh. Den habe ich noch. Ja, das sind nur hier solche Pflanzen, die man ganz einfach mit dem Boomerang erledigen kann. Dass hier auch keine Samen fallen. Auch nicht. Hui. Freundchen. Nimm dich mal ein wenig zurück. Oh. Oh, Mist. Wieder ein halbes Herz Leben weg. Wenigstens sind hier nicht die Schattengarde so schwer wie in... Oh, die Dinger. Ja gut, ein ganzes Herz weg. Also die Schattengarde sind hier nicht so schwer wie in Twilight Princess. Da haben die schon... Also die sind da schon mächtig nervig. Huch, los. Ach, das... Nee. Mehr Schleim. Das gibt's nicht. Ich hasse... Der grüne Schleim ist sowas von nervig. Wow. Reicht anscheinend für beide. Und da drüben noch. Huch! Och Mensch! Huch! Greif doch mal an, Link. Also die Motulas sind wirklich total einfach zu besiegen. Das ist ja gar nichts. Oh, double it! Nur die in der Luft sind ein bisschen nerviger. Hallo. Die leben immer noch. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, dass diese Motulas, die Flügel hatten, auch schnell, also auch stärker sind als die normalen. So kam es mir nämlich gerade vor. Okay, ich glaube, wir haben die ersten 20 überstanden.
diese letzten 10 könnten wir überspringen. Ich muss mal gucken, ob es klappt. Das ist nämlich auch ziemlich tricky. Ja, wir sind durch. So und ungefähr funktioniert das. Ihr visiert die Statue an, zieht die Eisenstiefel an. Die helfen dann nämlich wirklich. Und danach... Oh. Ah. Danach visiert ihr den Pfeiler an, rennt gegen das Feuer, holt sofort dann den Grapple auf, wenn ihr den Enterhaken raus, wenn ihr getroffen wurdet, und geht per Bewegungszielen ein wenig nach unten, sodass ihr die untere Stelle von den... Wow. Was? So, dass ihr die untere Stelle davon anvisiert. Und dann kann man sich halt durch das Feuer ziehen und fällt durch das Loch. Ziemlich cool, kostet aber halt auch immer ein halbes Herz. Deswegen will ich das nicht machen. Notfalls, ich habe ja noch zweimal, ich habe ja eine Flasche voll Suppe mit. Oh Mist. Der kam überraschend. Dass da ausgerechnet Elektroschleim drin sein muss. Ich glaube, nach dem nächsten Raum werde ich gleich mal die Suppe nehmen. Na, hallo, wie siehst du es jetzt mal an? Huch, was war denn jetzt los? Genau, ich wollte Suppe nehmen. Mach ich jetzt gleich mal. Ich habe ja auch noch 2 Feen mit, also eigentlich sollte das kein Problem darstellen. Außerdem können euch diese Viecher hier auch kriegen, bevor ihr... durch seid. Da wir Suppe haben, können wir den auch super schnell killen. Müssen wir gar nicht jetzt unsere Eispfeil-Hammer-Taktik machen. Habe ich jetzt auch nicht ausgerüstet. Aber den sollte ich vielleicht trotz... Ich tue ihn jetzt einfach mal dahin. Mal gucken, ob ich ihn brauche. Bogen ist immer nützlich. Na hallo? Diese Mistviecher. Den können wir trotzdem zersplittern lassen. Oh, jetzt haben sie mich erwischt. Jetzt habe ich keinen doppelten Schaden mehr. Na da. Hey, das ging richtig gut. Och, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt hat Link schon wieder diese große Statue. Oh. Das ist wirklich so nervig, dass die Viecher noch anvisiert werden können, während sie schon sterben, quasi. Oh, das wird lustig. Na, kommt her, Freunde. Meine Buddies. Also ich muss wirklich sagen, ich mache das sehr, sehr gerne mit dem Sprungangriff von Hammer. Weil das, der reicht einfach. Der ist so unglaublich schnell, man kann die immer treffen. Na gut, nicht immer, klar. Man hat trotzdem nur kurz Zeit, aber es reicht auf jeden Fall. Oh, ich glaube, wir sind durch. Oh,
soll dieses komische Symbol nur bedeuten? Keine Ahnung, gehen wir weiter. Nein. Wie war's? Ja, wenn man so ein Symbol sieht, einfach die Melodie des Windes spielen und eine Schatztruhe erscheint. Und jetzt, nee, da werde ich doch wieder, genau hier. Ich wollte mich jetzt schon auf den Platz stellen, wo wir das Lied gespielt haben. Das wäre schlecht gewesen. So, wir gehen natürlich die weiteren 20 Ebenen müssten es noch sein. Ja gut, kriegt mal hin. Aber auf dem am Ende kriegt man noch was Tolles. Mumien. Kann man die eigentlich auch vereisen? Oh shit. Oh shit! Es müsste gehen. Nee, die lässt sich davon nicht beeindrucken. Ja, diesmal hast du mich nicht gekriegt. Ach Mist, muss man mit dem Hammer machen. Man kann die mit dem Sprungangriff treffen, bevor sie einen anschreien, aber das sollte man mit dem Hammer machen. Man kann auch einfach... Ach, das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Man kann sie halt auch mit Licht betäuben. So, dann probieren wir's mal. Genau, die trifft man nämlich. Und dann können sie eigentlich anschreien und man kann sie ohne große Probleme schnell killen. Mumien sind halt wirklich nervige Gegner, aber kriegt mal hin. Ah, die. Na toll. Ach ja, die musste man ja vereisen. Obwohl man sie vielleicht auch mit dem Blatt treffen kann. Sehr gut. Das Blatt verbraucht nämlich, glaube ich, keine Magie, solange wie wir nur damit Luft machen. Ist natürlich ziemlich nützlich. Ach, das war der. Oh Mann, das ist ja ganz schön viel Schleim. Aber alles geschafft. Noch den da drüben. Sehr schön. Der war ein bisschen schwieriger zu treffen. Weggefeuert. Na kommt, wo seid ihr? Auch ihr! Geht auch ganz schnell. Waren das alle? Hoffentlich. Scheint nicht. Ich glaube, das sind Irrlichter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Oh, bevor ich jetzt... Jetzt haben wir alle. Immer noch nicht. Die sind ja doof. Ach du meine Güte. Toll. Moment mal, wir probieren es einfach.
Ja, wir holen sie einfach mit dem Eispfeil runter. Das ist, glaube ich, einfacher. Das funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Also merkt euch, nehmt den Eispfeil. Die fallen einfach runter und zersplittern. Oh nein, Mumien und Bockblins. Oder sind das Moblins? Oh! Freundchen! Oh! Okay, das war jetzt auch mehr Glück. Ich wollte eigentlich springen, bin aber gerollt und ja. Hab zum Glück noch rechtzeitig zugeschlagen. War's noch nicht? Okay, nochmal zwei Schleim. Und weiter. Wow. Mit Feuer spielt man nicht, Freundchen. Wow, der hat einfach meinen Sprungangriff abgewehrt. Oh, oh, oh! Was habe ich getan? Ja, natürlich. Okay, oh, sie haben sich gegenseitig K.O. gehauen. Wie cool ist das denn? Na, erst den hier. Man könnte natürlich auch hier die Taktik mit Bomben und selbst Schaden zufügen machen, aber da das so viele sind, wäre das recht unpraktisch. Sollte auch nicht meine volle Magie verbrauchen, denn die brauche ich ja, um hier Wind zu machen. Sehr schön. Nein! Winde. Oh, noch einer. Jawohl. Wunderbar. Weiß gar nicht, wie viele... Hat jemand mitgezählt? Wie viele Ebenen sind es denn noch? Ich weiß es jetzt nicht. Ah, gut. Anscheinend noch 10. Nochmal 10. Wow. Hier gibt es einen Haufen Rubine. Ich hatte mir fast Sorgen gemacht, dass ich bis zum Ende nicht die volle Anzahl Rubine kriege, aber jetzt bin ich schon lange drüber. Och nee, hä? Also einfach die Wirbelattacken die ganze Zeit, bis die Gegner alle tot sind. Ich habe jetzt irgendwie zwischendurch mal komischerweise aufgehört, die Wirbelangriffe zu machen, aber okay. Ach, roter. Das war fies. Oh, das war richtig fies. Ich glaube, das geht auch. Dann machen wir es nämlich lieber
Oh, du Mistvieh. Mit der Luft. Ach, das kann nicht sein. Das kann jetzt nicht sein. Link, du bist so eine dumme Socke. What? Warum sind die denn nicht gleich mit runtergekommen? Ach, die kann man doch, glaube ich, auch in einer Reihe. Nee, okay, also wenn die nicht. Stimmt, da braucht man den Boomerang. So. Okay. Ein bisschen Schaden ist bei rumgekommen, aber geht schon. Mann, Mann, Mann. Da ich jetzt die 50 Ebenen mache, wird die 3 Versuche ein bisschen länger dauern. Das sieht nach einer Falle aus. Wow. Oh, ich will noch nur die Pfeile wechseln. Mann, ist das mies. Oh, ist der Raum hart. Ich glaube, die Viecher sollten sterben. Oh, das gibt es nicht. Meine Fresse, Da sind jetzt so viele Herzen draufgegangen in dem Raum. Ich weiß auch jetzt nicht, wie man das hätte besser lösen können. Okay. Im Heldenmodus ist die Höhle schon reichlich schwierig. Aber das läuft. Toll. Okay, das mache ich nie wieder. Es war jetzt nur so ein Fun probieren, aber das ging ja voll in die Hose. Oh, wie die kaputt gehen. Huch, der lebt ja noch. Hätte man auch skippen können, den Raum. Man könnte die ganzen 10 Etagen skippen, aber... Naja. Wer macht das schon? Also sterben tut sie davon nicht. Ups. Nee, sie lebt immer noch. Und die Bombe trifft mich. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Man braucht 3 Bomben, um sie zu töten. Bleib da! Sehr schön. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich gemeint habe. Nein, das kann jetzt nicht sein, Link. Das Problem bei ihm ist, wenn er jetzt mit dem Hammer zuschlagt. So wird. Seht ihr das? Er schlägt sehr weit rechts von sich zu. Das ist ein ziemliches Problem. Ihr müsst immer von links anlaufen, damit ihr die. Manchmal schlagt ihr halt wirklich an den Mumien oder den Ding, die ihr treffen wollt, vorbei. Wie auch bei dem Schalter im Terra-Tempel, wo wir drüber geflogen sind, gleich am Anfang nach dem Schleimraum. Da links vorbei, rechts vorbei an dem Schalter fliegt, ein bisschen nur, schlägt man daneben. Links dabei kann man ewig weit vorbeifliegen, man trifft immer, aber das andere ist schon ein richtiges Problem. Die Säulen kann man übrigens kaputt machen.
Kacke. Ich wollte eigentlich die Säule hier, nur die Säule hier treffen. Oh, die stellen sich einfach wieder hin. Nicht um. Verflucht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheint die auch wirklich nicht zu jucken. Oh. Den schon. Das kann jetzt nicht sein. Was war denn das? Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Dann wird der Kampf ja jetzt richtig scheiße. Na da. Hat nicht gereicht. Jetzt hat er auch noch so eine Lanze. Das hat gereicht. Oh Mann, verdammt. Ich habe noch eine Fee. Das heißt, noch einmal kann ich sterben und danach muss ich auch, sollte ich auch die Suppe nehmen. Wenn noch mal ein Raum kommt, wo Fernkämpfer sind, so wie der jetzt. Da bin ich jetzt auch gestorben. Die vielleicht in der Luft treffe. Na bitte. Das müssten es alle gewesen sein. Jetzt geht's an die Darknuts. Die Schattengarde. Ach, hätte ich doch nur Pfeile. Na, kommt nur her. Oh Mann, ist der Kampf hart. Der Heldenmodus ist unerbitterlich. Ha. Hab ich ihn? Krasser Kampf. Dass ich die ganzen Pfeile verballert hat, war halt ziemlich dumm. Ich war ja auch noch nicht bei der zweiten Fee, die mir nochmal die Pfeilerweiterung gibt. Da hätte ich jetzt noch 30 übrig. Das wäre ziemlich gut gewesen. Okay, was ist denn hier los? Nicht eine Bombe gezündet. Oh, ein Fingerspitzengefühl beweist der Dana hier. So, da gehen zwei Bomben hoch. Das wird lustig. Mit Bravour bestanden. Oh Mann, der Part geht ja schon ziemlich lange. Na gut, den machen wir jetzt durch. Da haben wir wenigstens einmal die komplette Höhle durch. Ich glaube nicht... Was ist denn das? Ach so, ja, ich werde... Stimmt. Okay, vergessen wir's. Okay, jetzt habe ich es richtig verschissen. Ich dachte, ich könnte ihre Rüstung schnell genug brechen. Und sie dann einfach komplett ohne... Nee, ich glaube, ich sterbe hier. Ja gut. Nein, das gibt es nicht. Ach, das gibt es nicht. Verflucht. Und da hat er mich doch echt noch mit der Sprungattacke gekillt.
Ja, ich speichere jetzt. Leute, ich werde den Kampf nochmal machen. Ich werde jetzt erstmal losgehen und, also wir beenden hier den Part, das ist klar. Ich werde losgehen, mir nochmal neue Feen und Suppe und Tränke besorgen. Dann werde ich den nochmal machen und den letzten werde ich an ersten, also an Anfang vom nächsten Part erstmal, was macht denn Link da, was guckt denn der so? Am Anfang vom nächsten Part tun. Und dann, ja, sehen wir mal, wie ich dann aussehe. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein.